Ja, ich bin wieder unterwegs. Es war heute früh noch gar nicht so klar, ob ich das tatsächlich machen sollte. Ich musste mich dann ein bisschen selbst motivieren, ja. Weil der Wetterbericht hat nicht wirklich gute Sachen vorhergesagt. Regen, diesig, ja, sogar ein bisschen Wind soll dabei sein. Und naja, selten Sonne. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich selber überredet und bin doch nochmal losgegangen. Und zwar auf Runde Nummer 11. Genau, Runde Nummer 11. Schauen wir mal, wie lange ich es durchhalte und inwieweit der Wetterbericht recht hatte. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich habe auch ein paar Regenklamotten dabei. Also eigentlich sollte nicht schief gehen. Also, Richtung Kaffee. Weiter geht's. Tja. Und kaum dachte ich noch, die Sonne kommt raus, schon fängt es an zu nieseln. Ja, ich war hier übrigens schon mal. Das habe ich jetzt bemerkt, weil hier hinter mir alles nur Birken. Also nicht direkt hier, aber hier in der Nähe. Das war diese Wüstung mitten im Wald auf der Schmücke. Die Zeckenrunde, wo ich da so ziemlich lange durch ziemlich hohes Gras gelaufen bin. Zum Glück muss ich sagen, hatte ich auch, also abends dann auch nach intensiver Suche, hier die roten Pilze. Stehen hier überall. Könnte ich mich eigentlich ein bisschen wegbeamen. Naja, heute nicht. Ja, selbst nach intensiver Suche abends nach Zecken, toi toi toi, habe ich keine gefunden. Ne? Aber man sollte da vorsichtig sein. Also mit Zecken ist nicht zu spaßen. Kannst du mal hier ins Video gucken, war eine schöne Runde. Ja, also bin immer noch auf der Suche nach einem schönen Käffchenplatz. Schauen wir mal. Weiter geht's. Ja, diese, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber diese Brombeerstacheln hier, überall diese kleinen, das ist eine Katastrophe. Die sind so spitz, die gehen durch die Klamotten durch und die kriegst du da nicht so einfach wieder raus. Das tut richtig weh. Und ich bin da schon mal in so einen richtig großen Busch reingekommen, so wie hier. Das war echt eine Katastrophe. Und jetzt hier auch wieder. Naja, was soll's. Gehört halt zum Wald. Weiter geht's. Okay, also ein Kaffeeplätzchen habe ich noch nicht gefunden. Ich werde jetzt mal gucken. Hier geht es wieder im Buchenwald. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber von da oben wird es immer nasser. Schau mal. Weiter geht's. Ah, kurzes Update. Ich bin jetzt so bei Kilometer 6, 6,5. Von heute halt. Und es ist im Prinzip eingetroffen, was der Wetterbericht gesagt hat. Es nieselt, es ist ziemlich trüb. Muss ich mich schon ärgern. Aber ich sag mal, jetzt wo ich draußen bin, es ist jetzt ungefähr um 10. Oh, jetzt gibt es ja kein Zurück mehr. Ziehe ich jetzt durch.
Schauen wir mal, ob wir die Regenjacke und so noch rausholen müssen. Im Moment geht es noch, es toppelt. Das ist nieselt nur ganz leicht. Das ist eher wie so mini kleine Nebeltröpfchen oder sowas. Aber wenn es mehr wird, muss ich mich wieder wetterfest machen. Schauen wir mal, im Moment bin ich noch auf der Suche nach einem schönen Kaffeeplätzchen. Denn muss ich jetzt auch in der nächsten Zeit finden, weil ich habe so ein kleines bisschen Kaffeedurst. Weiter geht's. Ja. Ich bin jetzt hier an einem, hier stehen uralte Buchen. Keine Ahnung, wie alt so eine Buche werden kann, aber die hier sieht aus, als ob sie ihre Zehen in den Boden gerammt hätte. Ja? Wenn man hier so guckt, hier, wie eine Zehe, ne? Riesig. Ja, und hier gibt es noch viele, viele mehr. Das Teil hier vorne, das ist ja, das ist, was sagt das? Guck dich das an. Ja. Riesig. Und ja, hier gibt es tatsächlich noch viel mehr davon. Und das müssen wir mal gesehen haben. Alles wunderschön. Und so habe ich das auch noch nicht gesehen. Hammer. Jo, aber ein Kaffeeplätzchen habe ich immer noch nicht. Weiter geht's. Alter, ja, wer sagt denn, dass es immer leicht ist, durch den Wald zu stapeln? Gerade wenn du so, wie ich jetzt, schon wieder eine ganze, ganze Weile quer durch den Wald, ohne Weg und ohne Stieg läufst. Oh, das strengt schon manchmal an, aber schön ist es. Ich hab mich jetzt auch entschlossen, die Runde ohne große Pausen zu Ende zu bringen, weil das Wetter spielt tatsächlich nicht mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Regen wird immer mehr. Wahrscheinlich muss ich wirklich noch mal eine Regenjacke rausholen. Und ich werde mal gucken, irgendwo jetzt das Käffchen, ein paar Kekse, eine kleine Pause und dann geht es auch weiter. Dann lasse ich einfach mal den Rest des Tages auf mich zukommen. Mal sehen, was ich da noch draus machen kann. Es gibt Fliegen hier im Wald. Heute ist der 31. Oktober. Weiter geht's. Ja, so ein, ich sag mal, jetzt auf dem Waldboden mit Decke und Plane und so. Es ist doch alles sehr nass. Also sehr, sehr nass. Feuer machen ist heute auch nicht. Also es war das letzte Mal schon eine Katastrophe mit dem Holz. Es hat ja über die ganze Woche jetzt auch wieder geregnet und da geht gar nichts mehr. Deswegen habe ich mir jetzt hier den Jägeransitz auserkoren. Ein Käffchen, das übliche Kekslein, ein Schluck Wasser. Und dann geht's weiter. Ja. Jetzt habe ich doch noch eine schöne Rast gefunden, hier in der Nähe von Garnbach. Und das werde ich ausnutzen für ein zweites Käffchen, zweite Pause. Und dann geht es weiter. Vielleicht ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Ich bin ja nur die letzten Wochenenden, also jedes Wochenende einen ganzen Tag im Wald gewesen, was mir auch richtig Spaß macht.
Nun ist es aber so, wir sind im Herbst angekommen. Das Wetter ist nicht immer so, dass es dann auch tatsächlich ein schöner, goldener Herbsttag ist. Heute ist es relativ trüb. Ja, es fängt jetzt gerade wieder an, so ein Drissel, so ein Nieselregen. Also nicht sehr angenehm. Kann man draußen sein, muss man aber nicht. Mein Hauptziel ist es ja, mich fit zu machen, mich zu bewegen, um dann eventuell nächstes Jahr so ein Zweitages-, Dreitages-, ich hatte es schon mal gesagt, Ausflug zu starten mit Übernachtung im Wald. Ne? Da arbeite ich drauf hin und da will ich dann auch so wirklich fit sein für die Geschichte. Und deswegen werde ich auch in naher Zukunft meine Runden drehen. Aber wie gesagt, nicht mehr und nicht immer so einen kompletten Tag im Wald. Mal gucken, wie das in Zukunft, also wie das dann in Zukunft laufen wird. Ja, und das Feuerchen heute, das werde ich auch ausfallen lassen. Also das ist heute so, es hat jetzt eigentlich fast 14 Tage beinahe täglich geregnet. Es ist alles klitschnass, es wird nicht brennen. Und einfach nur, um mir was warm zu machen, eine Essbittertablette auszupacken. Nö, hä? Nee, das macht man nicht. Nee. Wenn dann schon mit Stiel und Holz. Ja. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt gibt es das Käffchen. Und dann geht's weiter. Machen wir die Kilometer voll und dann fahr ich nach Hause. Das ist es. Mein Weg. Weiter geht's. Ja, jetzt kommt doch noch so ein bisschen sowas wie die Sonne raus. Und ja, ich bin auch raus. Aus dem Wald. Aber das geht jetzt mal nicht anders. Ich gehe jetzt mal hier die. Ja, so eine Kirschplantage sind ungefähr noch, keine Ahnung, 2,5-3 Kilometer. Und dann bin ich wieder am Ausgangspunkt. Und ja, dann war's das für heute. Ja, schicke Runde Nummer 11. Bei nicht ganz so schönem Wetter. Und bei, ja, nicht 100% Motivation. Ja, also da musst du dann schon mal, ja, Arschbacken zusammenkneifen, gell, sonst wird's nicht. Aber alles in allem hat Spaß gemacht. Alles gut. Feuerchen habe ich verzichtet. Mache ich dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, mal gucken, wie die nächste Runde dann laufen oder die nächsten Runden dann laufen werden. Und ja, auf jeden Fall wird es eine geben. Ich freue mich drauf. Und ich sag mal, von Runde Nummer 11. Tschüss. Weiter geht's. Einer hätte ich es vergessen, gell? Über ein Like, über ein Abo und natürlich ein Kommentar. Wäre super nett, ich würde mich riesig freuen. Dankeschön, weiter geht's.